Ja, nächster Halt ist Burgess hier. Wir werden uns Burgess anschauen und hier soll es ja die weltbeste Tapas-Bar geben. Und ja, eine Burg hier, Castello. Zu viel und, muss nochmal anfangen. Ach, nicht zu viel und, das passt. Und ja, jetzt schauen wir mal hier rein. Ja, die Burg selber ist gar nicht so spannend hier, aber es ist ein schöner Ausblick auf Burgess hier. Ansonsten ist das halt hier so mehr so eine Burgruine und ja, hier mit so Gehwegen angelegt. Oh Mann, hier sieht man noch mal gut. Ja, na klar, Marie, unten gibt es keinen Parkplatz für so große Autos. Und diese Kathedrale, hat die Mama gesagt, da gibt es eine Art Sternenhimmel. Und die würden wir uns gerne anschauen. Aber wir müssen auch aufpassen, die hat auch nur bestimmte Öffnungszeiten, ob das einfach so klappen wird. Auf dem Weg nach unten hier. Das ist ein ganz nettes Städtchen, so hier oben rum zumindest. Aber da kleine Kassen. Eine sehr, wirklich sehr, sehr aufwendige Kathedrale. Ganz viel Steinmetzarbeit, die hier geleistet wurde. Meine Güte, stell dir mal vor, wie lange die dafür gebraucht haben. Es ist doch Wahnsinn, was die für eine Macht und für Geld hatten. Es ist ja gestorben. Das geht ja hier immer weiter rundherum. Es ist eine riesen Hütte hier. Ja, auf der anderen Seite hier. Nächster Halt auf unserer Nordspanien-Runde ist Sendaviva. Das ist ein, wie man sagen, ein für Kinder und Erwachsene. So ein Park mit Tieren und wahrscheinlich auch ein paar Fahrgeschäften. Schauen wir mal. Wir wollten was für die Kinder tun, denn die haben schon auf hohem Niveau gejammert, dass wir uns halt nur Städte anschauen. Ich mag. Hinter dir, Marie. Und guck mal, der mit den langen Hörnern. Qué bonito se hace, ¿eh?
So, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob man das einfangen kann, aber das ist die Europas größte Halbwüste, das ist die Bardenas Reales. Mal schauen, wie viel man davon so einfangen kann jetzt. Ansonsten machen wir vielleicht mal schöne Fotos. Das wirklich einzufangen, dafür braucht man echt das menschliche Auge. Aber wir wollen es trotzdem mal gefilmt haben. Ist das doch ganz schön dann. So, das ist jetzt hier das Highlight in dieser Wüste, dieser Stein. Alle lassen sich da vorne hier so. Wo ist denn, sieht man das? Da, ne? Ein Stück weiter rüber, da. Stehen die alle, da gibt es ein Selfie-Stein, da kann man das Handy reintun und auf Zeit-Timer stellen und sich mit diesem Stein hier fotografieren lassen. Der sieht in der Website, wenn man das guckt hier von diesem Park, riesig groß aus. Aber eigentlich ist das hier so ziemlich das Kleinste in der Wüste, wenn man da von beiden kommt. Auf unserer Weiterreise besuchen wir die Burg Birnak. Ja, unsere letzte Badestation. Gestern war noch ganz, ganz tolles Wetter. War für heute auch noch angesagt. Dann wären wir noch bis mittags geblieben. Ja, aber das ist jetzt so unsere letzte Station auf unserer Reise, wo wir tatsächlich so ein bisschen wie Urlaub machen wollen. Jetzt geht es schon ziemlich stramm nach Hause. Jetzt geht es nur noch von Schlafplatz zu Schlafplatz und noch ein bisschen einkaufen. Zumindest gibt es hier einen sehr schönen Spielplatz wieder für die Kinder. Dafür haben wir es ja auch gemacht.